Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shellere 2. Wir haben noch die Händlerin da stehen, die hat noch eine Kugel für uns. Ist das neu? Nee, ich glaube nicht. Wir haben der schon Wolle gegeben. Die eine Kugel, ja, das sind 10 und das hier sind 4. Oh, wobei die 4,5 ganz ehrlich für die Schrotflintenmunition. Hat die neue Munition bekommen? Dadurch, dass ich jetzt. Also, es ist ein neuer Aufnahmetag, wo ich das Ganze jetzt aufnehme. Hat die neue Munition bekommen? Kann das sein? Wieso habe ich die auch für 7,5? Ganz ehrlich, wieso habe ich die nicht gekauft? Das ist okay, tatsächlich. Die Kugel ist jetzt zumindest mehr wert wie, was weiß ich, irgendwas anderes, was wir da haben. Da können wir beispielsweise die Handelswert von 5, 2,5. Hier haben wir 31 von. Da können wir auf jeden Fall hier die 12 nämlich nur ausgeben und können hier sagen, handeln, aber zumindest noch zwei Kugeln bekommen. Warum nicht? So, wir haben Wochenbericht ist jetzt verfügbar. Wochenbericht ist jetzt verfügbar. Ein Händler ist eingetroffen. Der blöde Wochenbericht interessiert mich. Er interessiert mich gar fürchterlich. So, wir sind, glaube ich, jetzt gerade auf dem Rückweg. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht mehr, wo wir gerade waren. Steven, hallo Steven. Wir haben unsere Christine, die können eine Runde schlafen gehen tatsächlich, wobei die geht schon eine Runde schlafen. Zweimal und schlafen musste nicht. Und wir haben John und wir haben Steven. Ich glaube, wir schicken John und Steven los. Speisekammer öffnen. Esse. Und hier Steven. Du darfst einmal was trinken. Auf jeden Fall 170 Wasser im Moment noch. Und ich glaube, schnell mal nochmal Ration vorbereiten. So ein bisschen zumindest. Oben haben wir auch noch Rationen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Das, das und das. Das sind nochmal 30 Stück. Bestätigen. Zusätzlich Speisekammer übertragen. Vorratsregal 2. Die ganzen Speisen. Ah, da passt noch einiges rein. Ein paar Dosen haben wir ja mittlerweile auch wieder gefunden. Und der Rest ist gerade unterwegs. Wie sieht es eigentlich? Blöde Frage. Steven, eine Geschicklichkeit von 10. Und ich glaube, hier haben wir eine Geschicklichkeit von 10. Oh, beides Schusswaffen. Beides Schrotflinten. Wir haben nicht genug Schrotflinten, merke ich gerade. Okay, Charisma. Was hast du hier? Erhöht die im Bett gehalten werden und, ja, warum eigentlich nicht? Wobei, was ist das hier? Versuche einen Charakter vor Angst zu heilen, hat eine 50% Chance auf Erfolg. Okay. Neue Rekruten werden nie beleidigt, wenn du ein Gespräch mit ihnen führst. Mhm. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man Gespräche übrigens mit anderen Leuten führt. Wir können uns das höchstens mal irgendwie versuchen anzugucken, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute da nicht beschäftigt sein dürfen oder sowas. Ich kann jetzt halt hier, ich habe jetzt Steven ausgewählt beispielsweise, oder hier und da, und per Rechtsklick funktioniert halt nichts. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit denen halt reden soll. Beschwerden, ja. Verstrahlung ist okay, da haben wir noch nie drauf geachtet tatsächlich. Ich glaube, da dürfte gar keine, ja, die Verstrahlung ist normal. Von dem her alles gut. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben tatsächlich Strom ein bisschen gespart, oder? Kapazität 21 von 3000. Yay. Sehr schön. Für schlechte Zeiten. Ja, dann schicken wir die beiden los, würde ich sagen. Sobald die sich dementsprechend hier voll gegessen haben. Und nochmal Rationen bauen. Und danach schicken wir die los. So, die stellen sich da unten rein, weil hier unten 18 Grad drin sind nach wie vor. Und wir hier Zeug anbauen können. Und dann würde ich sagen, Expedition planen. Haben wir genug Das ist die andere Frage natürlich, ob wir überhaupt genug Rucksäcke dafür haben. Neutral zu Steven. Haben wir denn überhaupt genug Ausrüstung? Nö, haben wir nicht. Wir haben aber, glaube ich, sowieso... Ich habe kein Leder, glaube ich, zum Reparieren. Wir brauchen mal Leder. Wir schicken die trotzdem auf Fluttour, würde ich sagen. Und zwar kriegst du noch eine Weste, wobei das bringt nur was, wenn beide eine haben. Also wir müssen tatsächlich... Ich glaube, wir schicken die einfach mal so los. So, und noch eine Waffe ausrüsten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Beide eine Geschicklichkeit von... Okay, Stärke von 10, Geschicklichkeit von 10. Eigentlich ein gutes Team tatsächlich auch. Wir können mal Medizin, ja klar, zwei Köfferchen wieder. Sicher, sicher. Und Waffen. Du kriegst ein Migränestäbchen mit einer Stärke von 10 und du kriegst mit einer Stärke von 10, die haben wir noch eine Schrotflinte. Oh, wir haben uns gerade noch eine Schrotflinte. Das ist natürlich ganz cool. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Patronen ausrüsten, so 7 Stück. Sollten reichen. Ich habe jetzt mit ihnen nichts großartig vor, tatsächlich. Und... Dann schicken wir beide mal ein bisschen los. Ich würde eigentlich gerne Tanke und so weiter, wäre ganz cool. Schrottplatz wäre 3 Tage zuvor. 3 Tage zuvor. Schrottplatz wäre auch ganz cool. Hier unten waren wir eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Hier würde ich eigentlich auch mal hin. Aber da würde ich, wenn dann, mit beiden Rucksäcken hin. Wie sieht es hier aus? 10 Tage zuvor. Da können wir auf jeden Fall mal wieder hin. Hier hin, da hin. Das hier ist ein Speicher. Durchführbar. Schwierigkeitsgrad brauchen wir nicht. Sammelbehälter. Auch immer spannende Geschichte. Und notfalls kommen wir hier unten nochmal lang. Wir haben mehr als genug Rationen dabei. Das heißt, ihr kriegt hier mal Kombi. So, weiter. Und dann ciao. Christine pennt eine Runde. Christine darf dann gleich mal
die große Reparaturrunde fahren. Und hier sind wir auch gerade unterwegs. Ach, guck mal, hat sich schon gelohnt. Wieder ein Verbandskästchen. Und Christine wecken und dann einmal tatsächlich hier Zustand reparieren. Reparieren muss eh alles repariert werden. Samen pflanzen. Könnten wir auch. Machen wir. Ah, das ist der große. Das ist der effiziente Pflanzbehälter tatsächlich auch. Da pflanzen wir auf jeden Fall nochmal Tomätchen, würde ich sagen. Ich habe übrigens Angst, deswegen nehme ich nicht die Dreier-Tomaten. Ich habe Angst, dass die tatsächlich mal nichts werden. Und dann mir kaputt gehen dadurch. So, reparieren. Reparieren. Schutzraum reinigen. Nö. Können wir noch weiter tatsächlich reparieren? Der hier müsste auch schon wieder repariert werden. Das Ding hier geht eigentlich noch. Da können wir gleich mal gucken, ob wir recyceln können. Der hat noch 54. Das passt auch. 31. Das muss repariert werden. Das Bett muss repariert werden. Das Bett muss repariert werden. Achso, und Schutzraumumgestaltung, was ich seit... Okay, mehr können wir nicht machen. reicht aber erstmal. Ich glaube, die ist beschäftigt. Und dann haben wir jetzt mittlerweile dann haben wir drei Gruppen am Start. Und zwei Zweiergruppen und eine Einsergruppe. Aber das ist gar nicht verkehrt, glaube ich. Das sollte passen. Tag 51. Wir haben aber erst tatsächlich... Oh, guck mal, die sind zurück. Wir haben erst die Hälfte unserer... Ich will ja Tag 100 spielen. 101 Tage will ich spielen, auf jeden Fall. Das heißt, die Hälfte haben wir erst rum. Wir sind tatsächlich irgendwie bei Folge 25, 30 oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas in dem Dreh vielleicht. Und das Krasse ist... Oh, guck mal, hier ist nur ein Maximum. Wir brauchen einen weiteren Medizinschrank, sehe ich gerade. Nee, du gehst definitiv... Wobei, na, geht sogar. Duschen. Danach gehst du was essen. Und zwar erstmal hier das Verdorbenere von allem. Wasser trinken. Und danach kannst du eigentlich gleich wieder auf Expedition. Schutzraum umgestalten. Na, machen wir auch dann... Ja, komm, wir machen es gleich. Schutzraum umgestalten. Ich drücke mich davor. Ihr merkt das. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, aber was soll's. Das heißt, wir werden erstmal nach da unten bauen, was geht. Das heißt, die Heizung am besten vielleicht hier hin. Hier würde ich den Pflanztisch, einen Pflanztisch hinstellen. Das heißt, der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Eigentlich könnten wir da unten fast noch die Betten dann reinbasteln. Weil das natürlich ein bisschen was bringt. Also die Box beispielsweise fehlt am Platze. Weil die Leute dann besser schlafen tatsächlich auch. Und wir hätten hier noch Platz. Oder wir bauen eine weitere Induktionsheizung, was wir natürlich auch machen können. Die Betten ganz unten. Der Weg ist halt tatsächlich dann schon nochmal ein kleines Stück weiter. Aber es wäre sinnvoll, das so zu machen. Weil ich glaube, die schlafen dann besser, wenn es geregelte Temperatur hat auch. Und dann würde ich auf jeden Fall Lager... Das Schöne ist halt, der Raum ist auch schön verputzt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Könnte es sein, dass das was bringt. Lager würde ich dann tatsächlich eher hier unten auch noch mit ranschrauben. Das heißt, die Lagerkiste beispielsweise, das Ding... Alter, dieser... Ich hasse diesen Boxsack. Ohne Witz. Ich hasse ihn. So, das hier... Das hier ist alles Lager. Das hier ist Wasserlager. Kann eigentlich auch nach hier unten. Haben wir dafür noch Platz? Nee. Wobei, die Frage ist... Nee, leider nicht. Schade. Aber irgendwas können wir da unten eigentlich noch hinpasteln. Der Boxsack leider nicht. Der braucht eine unglaublichste Menge an Platz. Das hier funktioniert. Hier beispielsweise, man sieht's. Wir könnten dahinter noch einen Medizinschrank bauen, glaube ich. Ich glaube, das könnte tatsächlich gehen. Dass wir da einen Medizinschrank hinbasteln. So, das hier hin. Das dahin. Noch ein Boxsack. Yay. Wir brauchen irgendwas Schmales, was ich da hinbasteln kann. Den können wir hier hinbasteln. Die Waffenkammer will ich übrigens auch noch bauen. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch irgendwo hin platzieren. Hier oben haben wir auch eigentlich noch Platz. Das ist die Frage, was wir da hinbasteln. Den Recycler, der muss eigentlich nicht befüllt werden. Eigentlich kann man den Recycler tatsächlich auch hier unten reinbasteln. Weil der nicht befüllt werden muss. Sei eine recht vernünftige Idee, glaube ich. Und das Rad hat hier eigentlich auch nichts verloren, sondern das kommt dann eher... Ja, tatsächlich wird es hier mit hinbauen. Ist das hier Maximum? Ja, es ist schon... Das ist so Maximum. Das hier hin. Das da hin. Bücherregal kann hier noch hin. Dann haben wir hier oben tatsächlich recht viel Platz. Der Generator kommt mal ganz in die... Hallo? Ganz in die Ecke. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Und dann haben wir ein bisschen Platz zumindest jetzt wieder. Und wir können mal gucken. Melissa ist erstmal beschäftigt. Christine, Objekte fertigen. Waffenkammer, die schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her. Ich komme nicht dazu.
Das wären 5-mal Muttern, bräuchte ich nur. Das würden wir wohl hinkriegen, oder? 5-mal Muttern. 1, 2, 3, 4, 5-mal Muttern. Bestätigen. So, die sind am Looten. Eigentlich nichts Besonderes, nehmen wir trotzdem alles mit. So, duschen, alles drum und dran. Da ist noch der Reparaturmarathon. Ja, das Bett jetzt, weil ich die nach unten gestellt habe. Und hier wird nochmal was getrunken. Und damit ist Melissa eigentlich bereit. Wobei, wir können eine Runde schlafen mit ihr schnell noch. Oder wir gehen direkt weiter und schicken nochmal auf Loot-Tour. Ausrüstung reparieren. Wir haben leider kein... Also Leder fehlt uns halt tatsächlich im Moment. Ja, Leder. Im Moment fehlt uns eigentlich hauptsächlich das Leder. Wir haben noch eine Tasche. Expedition Plan. Ich würde sie tatsächlich schnell nochmal losschicken. Und zwar einfach nur tatsächlich auch die Suche nach Leder irgendwie. So Camouflage nehmen wir noch mit. Eine Weste nimmst du noch mit. Und danach kriegst du... Du hast eine Geschicklichkeit von 8. Medizin, Waffen. Das wäre nach wie vor die Pistole. Was an? Wir haben auch keinen Schrotflinten mehr. Also tatsächlich müsste man als nächstes... Müsste man dann auf Scharfschützengewehr eigentlich schon gehen. Das bedeutet auch, du kriegst nochmal hier 10 Patrönchen mit. Einmal Medizin. Ach, Medizin muss ich auch noch bauen. Den hier. Und das war's eigentlich. Und dann sagen wir hier, hey ho, let's go. Und dann schickt man dich, die Frage ist, wo ich hinschicken? 3 Tage zuvor. 8 Tage zuvor. Über den Schrottplatz. Hier lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Und wieder zurück, würde ich sagen. Und 7 Rationen, das passt. So, die sind gerade angekommen. Oh, 2er Leder sogar. Leder nehmen wir auf jeden Fall mit. Also Leder ist tatsächlich im Moment gerade wirklich Mangelware bei mir. So, du bastelst mir jetzt erstmal das und dann bastelst du erstmal die Waffenkammer. So, Objekt fertigen. Le Waffenkammer. Wow, okay. Okay, haben wir Gott sei Dank hier oben jetzt Platz für. Aber das, man merkt schon, das ist schon eine Nummer. Das Teil. So, hier bräuchte man 2er Leder für. So ein großer Rucksack zu bauen, wäre natürlich auch cool. Erdraum könnte man tatsächlich schaufeln. Oh, wir können uns... zwei Stück können wir uns leisten davon. Gefängniszelle könnten wir uns leisten. Und wir können uns sogar eine Heizung leisten. Und eine... Mikrowellenherd. Auch schön. Aber ich gehe tatsächlich mal... Also wir haben auch viel Zeug. Ich würde tatsächlich nochmal einen Raum bauen. Dann brauchen wir eigentlich hier unten eine Trennwand wieder drin, weil der Raum dann zu beschissen wird. Hier würde ich eigentlich auch gerne ausbauen, aber ich glaube, wir bauen jetzt erstmal, weil wir schon wieder Platzmangel haben, erstmal hier noch aus. Ja, das machen wir jetzt mal zuerst. Nachdem du das gebaut hast, baust du hier unten mal den Raum. Und danach gucken wir mal, eine Trennwand ist, glaube ich, auch drin, oder? Ja, eine Trennwand ist auch drin, Zement. Und dann bauen wir hier noch eine Trennwand rein. Sobald der Raum dann fertig ist. So, da ist das Auto drin, 450. Das können wir uns im Moment nicht vom Gewicht her leisten. Alles andere können wir erstmal mitnehmen. Und hier ist das Auto drin. Bräuchte man eine zweite Garage oder wir hauen das Fahrrad raus. Je nachdem. So. Dann müssen wir tatsächlich aber gleich nochmal den Schutzraum ein bisschen umgestalten. Schutzraum umgestalten, denn das passt uns hier, glaube ich, alles nicht rein. Können wir mal gucken. Leider braucht diese Tür ein bisschen Platz. Ja, das passt tatsächlich alles nicht rein. Oder? Das hier hin, die Heizung dahin. Den Pflanztisch hier hin, das wird trotzdem nicht reichen. Wir müssen einen Pflanztisch rausschmeißen oder wieder ein Bett rausschmeißen. Ich würde vielleicht ein Bett danach da hinten einfach stellen. Machen wir es so. Dann stellen wir einfach ein Bett raus, eins rein. Versuchen hauptsächlich in dem Bett zu schlafen. Das andere Bett fehlt uns die Wolle dafür. Und dann bauen wir erstmal die Schutzmauer und dann gucken wir, was wir uns noch leisten können und bauen können. Ah, guck mal, hier oben müssen wir auch reparieren. Und hier müssen wir auch reparieren. Können wir eigentlich, die Effizienz ist aber jeweils gleich. Das hier reparieren, das müssen wir nicht reparieren. Das hier müssen wir reparieren. Und das Ding hier können wir auch gleich mal reparieren. So, der Raum ist fertig. Dann könnte man, ist das hier, das ist die, oh, wir haben eigentlich eine Trennwand. Schutzraum umgestalten. Hier tatsächlich. Und das müsste eigentlich passen, oder?
dass wir hier die 18 Grad halten in dem Raum. Wenn sind auch 18 Grad. Mal sehen, ob das so bleibt. Das wird wahrscheinlich nochmal runtergehen. Zweier. Sand und Bücher. Das hat sich tatsächlich jetzt schon wieder gelohnt. Man möchte es kaum glauben. Und hier haben wir auch. Wieso? Seht ihr das? Mein Mauszeiger lehrt irgendwas. Wieso lehrt mein Mauszeiger irgendwas gerade? Was tut Windows schon wieder? Nichts Sinnvolles. Definitiv nichts Sinnvolles. Ach, guck mal, hier können wir eigentlich auch mal lang schauen. Wenn wir gerade schon mal da sind. Na, wir haben's. Ja, Erfolg. Aber auf dem Schrottplatz. Schade, aber da schauen wir eh noch ein paar Mal vorbei. Ach komm. Was ist denn jetzt los? Ist ja Angriffstag. Zwei Stück von denen kämpfen. Achso, ich bin im Außenposten. Ich bin im Außenposten gelandet. Ich bin im Außenposten gelandet. Ja, mit der dunklen Kutte sah ein bisschen nicht so vertrauenserweckend aus, tatsächlich. Es regnet. Sehr schön. Wasser wird voll. Boah, sag mal, was ist denn los? Der will Ärger. Der kriegt keinen Ärger. Und was will hier Ärger? Die Kirche der Hoffnung. Wir gehen mal auch ein bisschen auf den Zeiger. Willst du Ärger? Auch erfolgreich. Sehr schön. Keiner will Ärger. Beziehungsweise, die wollen alle Ärger. Ich will keinen. So. Was haben wir? Ein Vorschlaghammer und ein Blatterreifen. Können wir alles nehmen? Oh, wir können noch alles nehmen. Wir nehmen mal alles mit. Da lassen kann man es immer noch. Und wir gucken mal ganz kurz. Objekt fertigen. Das Menü der Waffenkammer funktioniert ähnlich wie das Menü anderer Herstellungswerke. Neue Waffen und Munition können in der Waffenkammer hergestellt werden. Waffen können hier auch repariert werden. Verwerfen. Cool. Schadensverstärker. Ein besonderes Ausrüstungsgegenstand, der die Technologie des Androiden-Prozessors nutzt. Er erzeugt ein elektromagnetisches Energiefeld, das den Schaden, den du Androiden zufügen kannst, Es gibt Androiden? Ernsthaft? Oh, cool. Armbrust. Oh, okay, ich hätte die Waffenkammer früher bauen sollen, glaube ich. Was ist denn das hier überhaupt? Das haben wir auch noch nicht gebaut. Was ist... Oh, guck mal hier. Das sind 10 Kugeln, die wir fertigen können. Hier auch. Ja, holla. Klingenbaseballschläger. 35 bis 45 Schaden. Boah. Stärke von 16 allerdings. Stärke von 9. Das ist tatsächlich interessant. Eine Rohrbombe könnten wir auch bauen. Munition... Ein Messerchen. Verlängertes Beil. Boah, Stärke von 13, 55 bis 65 Schaden. Stärke von 19. 30 bis 40. Stärke von 11, 40 bis 50. Auch nicht verkehrt. Und hier die Armbrust. Fernkampfschaden 45 bis 65. Fernkampfgenauigkeit 75. Magazingröße 1. Aber Pfeile... Boah, wir können halt unendlich 10 Munition für deine Armbrust. Alter, aber Armbrust, da können wir halt ordentlich. Fernkampf, Ausdauerverbrauch 2, Nahkampf, Ausdauerverbrauch 4. Cool. Blutungseffektchance. Boah, das lohnt sich. Und hier Nitroglycerin. Haben wir noch nicht. Boah, das lohnt sich tatsächlich. Ich glaube, wir brauchen mal eine Armbrust. Benötigen nur Geschicklichkeit von 4. Oh, die Armbrust ist krass. Gut, 1 am Magazin, das heißt, du hast halt einen Schuss. Danach musst du nachladen. Das kostet dich leider auch Ausdauer. Aber das lohnt sich. Verlängertes Beil. 55 bis 65 Schaden. Ausdauerverbrauch 4. Das ist schon krass. Und Android, das ist... Finde ich seltsam. Androidenprozessor. Es gibt Androiden? Ich glaube, uns erwartet noch einiges. Ich würde tatsächlich über eine Armbrust bauen und mal Pfeile bauen. 10 Pfeile angeblich vor allem. Du kriegst hier 10 Pfeile. Das ist eine... Achso, bestätigen wir. Waffen reparieren können wir auch hier machen. Gut, brauchen wir nicht. Die gehen tatsächlich... Also, die gehen nicht schnell kaputt. Was haben wir hier noch? Gegenstände recyceln. Waffen könnte ich recyceln. Aber die können wir in dem Recycler, sind die besser aufgehoben. Das und das und bestätigen. Bau mir mal ein paar Waffen, junge Dame. So, oben noch einmal reparieren. Was ist hier unten los? Oh, muss auch repariert werden. Reparieren. Alter, wie oft werden wir denn angegriffen? Vor allem mit Militärhelm. Was ist das denn für einer? Fehlgeschlagen? Okay, der hat nur einen Schlagring.
Fähigkeit einsetzen. Gezielter Schuss. Verfehlt. Natürlich. Die Chance liegt irgendwie bei 5% oder so wahrscheinlich, dass ich verfehle. Okay, keine Ausdauer mehr. Bluten. Was macht er? Flucht vorbereiten. Ja. Er hat eh nichts mehr. Angriff. Nahkampf. Kritisch. Rot. Ciao, mein Freund. Selber schuld. Selber schuld, mein Freund. Oh, und Christine muss danach eine Runde ratzen gehen, schlafen. Bücher, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist leere Benzin, wir nehmen auf jeden Fall die Bücher mit. Ganz ehrlich, das hier kann weg, das da kann weg. Dafür nehmen wir auf jeden Fall das Buchlein hier mit. Das Ding kann eigentlich auch weg, dafür nehmen wir das Buch mit. Und den Rest finde ich soweit okay. Bestätigen. Dann haben wir die hier. Was habt ihr? Ihr habt einen Verband. Oh ja, wir brauchen noch eine... Wir brauchen noch ein weiteres Medizinschränkchen. Objekt fertigen. Gibt es hier irgendwie so einen Riesen... Ja, so einen riesen Medizinschrank gibt es auch. Glas und Scharniere. Ein Glas, ein Scharnier. Ein Glas, ein Scharnier. Ein Glas... Ein Scharnier. Es ist so geil, wenn man sich alles bauen kann. Wir kommen so langsam im Luxusbereich, dass wir uns tatsächlich sehr viel leisten können. Und als nächstes stehen dann auf meiner genau sowas hier. 67, der Messer in der Pfote. Fehlgeschlagen, oder? Nee, erfolgreich. Dass wir uns tatsächlich mal mit Leuten anlegen. Und zwar so richtig anlegen. Weil die gehen wir tatsächlich alle ein bisschen auf den Geist. So durch die Bank weg gehen sie mir auf den Geist. Okay, wir lassen das da, wir lassen das da. Dafür nehmen wir das auf jeden Fall mit und das Rohr auf jeden Fall mit. Spielzeug für Holz. Weiß nicht, wir haben eigentlich genug Holz. Dann eher vielleicht noch so eine Mikrowelle. Haben wir aber eh noch ein bisschen was vor auf der Loot-Tour. Von dem her alles tutti. Speise kann man öffnen. Esse. Aber seht, das Wasserlager ist erreicht. Ja, 42. Ganz ehrlich, das ist völlig ausreichend. Da werden wir erstmal nichts weiter bauen. Da wir sonst nichts Großartiges weiter vorhaben. Boden ist trocken. Ja, das müssen wir dann auch mal ernten auf jeden Fall. Wir können hier schon mal den Schlaf abbrechen. Fahrrad bringt uns nach wie vor nichts. Wir müssen mal wieder Dings einschmelzen. Oh, wir können sogar das Fahrrad können wir sogar mitnehmen. Aber wir haben immer noch keine Reifen. Also von dem her, ja. Ich weiß so immer noch nicht, wie ich Reifen herbekomme tatsächlich. Keine Ahnung. Müssen dann gleich nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwie was doch mal was bauen können oder sowas in der Richtung. So, das hier, Pflanzen ernten. Ja, ja, Wasserlager ist voll. Ich schweiß. Das nehmen wir mit. So, das Wasser kann weg. Wasserlager ist voll. Dann sagen wir bestätigen. Und die beiden hier sind bereits am Ziel angekommen. Haben jetzt noch nicht so viel in der Tasche. Bedeutet, 12 Tage zuvor... 13 Tage zuvor. Und sagen, bestätigen. 7 Stück von 10 und dann müssen wir aber zu... Boah, dann wird es aber eng. Das wird schon eng. Können wir hier hinreisen? Ja, oder? Geht das? Und wir müssen... Okay. Wir müssen tatsächlich... ich würde... Ich glaube, so und dann zurück. So geht uns die Nahrung nicht aus. Dann machen wir das hier. Ganz ehrlich, das reicht. Wir schicken hier unten nochmal einen großen Trupp dann hin. Allerdings, wenn wir ein bisschen Leder wieder haben und unsere Gegenstände alle reparieren können. Hier ist nochmal Sand und alles. Wir haben jetzt relativ viel Sand wieder. Aber das lohnt sich halt einfach auch. Die Bücher nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Die nehmen wir als Hand. Ein Rucksack ist sehr gut. Das Zeug wiegt einfach alles nichts. Das da glaube ich auch nicht genauso wenig wie die Dinger hier. Wir können hier wegschmeißen. Die Holzkisten sind völlig irrelevant. Den Felsen kommen von mir aus. Nimm das Ding noch mit. Nimm das hier noch mit und das da noch mit. Und bestätigen. Und jetzt sind wir dann auch schon wieder auf dem Rückweg. So, Pflanzen ernten, bevor die kaputt gehen. Sind wir 79%. Reicht aber noch. So, dann haben wir hier oben, glaube ich, jetzt alles repariert, oder? Ich glaube, ja. Hier müssen wir durch und reparieren vielleicht nochmal. Das hier können wir mal reparieren. Und den da können wir auch mal reparieren.
Kraftstoff hinzufügen, warum eigentlich nicht? Und dann mal gucken, was wir noch so anstellen. Einer. Wieso? Ich finde es ein bisschen unlogisch, dass einer halt zwei Leute angreift. Vor allem, wenn er sieht, dass wir Waffen haben, zum Beispiel. So, auch hier wird der Tomatensamen rausbekommen. Sehr hübsch. Nächste Loot-Tour. Nochmal ein Fahrrad. Okay. Und hier sind wir dann wieder auf dem Rückweg. Je überladen man ist, umso mehr Nahrung braucht man übrigens dann logischerweise auch wieder. Ach, guck mal, wir sehen mittlerweile hier Regen bald schon wieder. Objekt fertigen. Oder fehlt es nach wie vor? Wir haben gebaut Tisch und Stuhl. Die Leute werden automatisch an einem Tisch essen, wenn sie es sich ans Essen machen und ein Stuhl frei ist. Können wir tatsächlich bauen? Ich würde erstmal, glaube ich, noch ein bisschen... Wir müssten mal Licht vielleicht noch einbauen. Den Schrank wollte ich doch bauen. Das wird allerdings... Ja, das ist ein Schrank, den man sich hinstellen muss. Ah, guck mal hier. 1A. Oh. Immerhin zweimal Ferngläser, aber auch wieder hier... Oh, sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Holzbrett haben wir 79 Stück. Das können wir schon mal da lassen, auf jeden Fall. Den Laptop würde ich dann auch notfalls da lassen und würde das so mitnehmen. Ich würde sogar Christine fast auf eine kleine Loot-Tour schicken. Ich meine, es wäre machbar. Denke ich. Stärke, Geschicklichkeit. Wir sollten vielleicht nochmal ihre Stärke auch irgendwie erhöhen. Sie müsste mal was trinken. Objekt fertigen. Das nächste wäre, was du nochmal baust, wäre ein weiterer Raum. Wir können uns tatsächlich einen, können wir uns noch leisten wegen Kalk. Also hier können wir noch einen hinbauen. Ist jetzt ein bisschen sinnfrei, die erst nach oben zu schicken, Wasser zu trinken und dann wieder nach unten zu schicken. I know it. Oder wir können überall ein Wasserfass eigentlich hinplatzieren in jedem Stockwerk. Wäre sinnvoller vielleicht sogar. Mal gucken. So, das hier kann erstmal weg. Der Reifen kann weg. Die Mineralien, ja, weiß jetzt nicht. Das kann weg. Der eine Verband da kann weg. Die Bretter nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Dreiergummi nehmen wir mit. Den Stein hier nehmen wir noch mit. Kommt, okay, können wir alles wieder mitnehmen. Der Reifen war schwer genug. Und Lampen bräuchte man als nächstes Mal. Zwar nach Möglichkeit effizientere Lampen. Sehe ich hier irgendwo eigentlich... Scheinwerfer, nee. Windmühle, nee. Battery Bank. Wasserreiniger. Pendelleuchte. Leuchtstofflampe. Hat nur 0,25, okay. Ja, wir bräuchten irgendwie ja doch noch Strom. Wir bräuchten noch Strom. Lager haben wir erst... Lager müsste eigentlich noch passen, haben wir erst erhöht gehabt. Esseslager reicht auch noch. Eine Falle wäre mal ganz cool tatsächlich, könnte man bauen und drüber nachdenken, weil wir doch schon ein paar Mal überfallen worden sind. Wobei das immer, wenn wir unseren Schutzraum ein bisschen besser ausgestattet hätten, wäre die Sache erledigt. Wolle brauchen wir halt, da fehlt leider die Wolle so ein bisschen. Krankenbett könnte man basteln tatsächlich. So ein Blitzableiter, weiß ich nicht, ob der was bringt. Einen weiteren Raum geht im Moment nicht. Wasser könnte man tatsächlich... Ich könnte nochmal Wasser bauen. Wobei ich nicht weiß, was ich mit dem ganzen Wasser machen soll. Und hier haben wir die Waffenkammer gebaut. Den Recycler haben wir gebaut. Die Garage haben wir gebaut. Pendelleuchten. Minen. Ein Gasausstoß oder innerhalb des Schutzraums installiert werden kann, um sich gegen Einbrecher zu verteidigen. Wird manuell ausgelöst, wenn sich ein Einbrecher nähert. Wirkt auf alle in seinem Einflussbereich. Verursacht Schaden 0, spezial vergiftete Ziele. Cool. Könnte man bauen. Wäre eine Überlegung, wenn wir angegriffen werden, die Dinger mal zu bauen, tatsächlich. Die Mikrowelle könnten wir bauen. Mikrowellenherd. Labor könnten wir auch mal bauen. Leuchtstoffröhren fehlen mir Glühbirnen, aber die könnten wir tatsächlich bauen. Ein weiterer Generator könnte man auch bauen, aber... Ja, wobei, die kosten gar nicht so viel Benzin. Ist die Frage, bauen wir einen weiteren Generator oder bauen wir einfach nochmal so eine Windmühle? Metall. Das wären viermal Metall, das könnten wir uns leisten tatsächlich. Wir sind aber allerdings dann tatsächlich vom Mitarbeiter und die geben echt nicht viel Strom.
Wie sieht's aus in der Battery Bank eigentlich? Kapazität 256. Lädt zu langsam. Ah, guck mal. Ein Schlafsack. Buch und Honig und alles. Das bleibt da. Das bleibt da. Das bleibt... Alter, drei Kisten? Ernsthaft? Das bleibt da. Das kommt mit. Der Sand kann eigentlich da... Ja, komm. Bestätigen. Was habt ihr Lustiges? Kalk haben wir keinen mehr in Besitz. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Mikrowelle kann rausfliegen. Das kann eigentlich rausfliegen. Das lohnt sich mehr, dieses ganze Schrottzeug lohnt sich eigentlich mehr auf kleinen Loot-Touren mitzunehmen. Muss man tatsächlich sagen. Dann lieber hier sowas mitnehmen. Vielleicht noch eine Dreierkette oder eine Doppelkette würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Sand haben wir jetzt 9 in Besitz. Dann nehme ich lieber die Bretter noch mit. Und tatsächlich auch, ja, wobei Gewicht von 6. Dann lieber so ein Buch. Sand haben wir halt 9 in Besitz im Moment. Und so eine Kette vielleicht noch. Haben wir noch irgendwas? Den Fels können wir noch rausschmeißen. Das hat 0,1er Gewicht, das lohnt sich nicht. Nylon haben wir jetzt massenweise. Das sind auch immer noch 1 Kilo. Da haben wir 56 von. Das sind auch 0,5. Gummi kann rausfliegen. Kalk brauchen wir. Davon haben wir... Ja gut, davon haben wir 15. Wolle ist eine 1er Wolle. Davon haben wir 29. Bräuchten wir eigentlich auch nicht. Dann lieber noch eine Kette. Vielleicht noch ein Glas. Und sagen, bestätigen. Sind dann hier eh schon wieder auf dem Rückweg. So, Christine musste echt viel schaffen. So, schwarzer Riechen an der Oberfläche. Stört uns nicht. Wassertank ist voll. Ach, hier schon wieder. Ich sehe jedes Mal den ihren blöden Außenposten nicht. So, dann haben wir noch einen Raum. So langsam wird das was mit dem Schutzraum, oder? Wir sind echt auf einem guten Weg mittlerweile. Zink. Im Besitz 41. Element mit dem Symbol ZN. Diesem Metall wird beim Raumtemperatur... wird bei Raumtemperatur spröde. Aha. Na dann. Alles nehmen. Können wir tatsächlich fast alles nehmen. Mineralerz, weiß nicht, Felsen im Besitz 6. Wir haben 6 Felsen. Was will ich mit 6 Felsen? Dann tatsächlich nehme ich lieber die Knochen mit, weil ich damit Kleber machen kann. Das machen wir auch so. Das Tierfett nehmen wir von mir aus mit. Das hier nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. Und dann sagen wir bestätigen. Und die sind jetzt dann auch wieder auf dem Rückweg. Dann werden wir, glaube ich, nochmal in die nächsten Expeditionen werden wir ein bisschen größer wieder anlegen. Oh. 69%, wahrscheinlich fehlgeschlagen, oder? Erfolgreich, sehr schön. Das waren 3 mit Baseballschläger, das wäre tatsächlich nicht so gut geendet. Einen hätte ich zwar totgerichtet, aber ich hätte 2-mal Schläger einstecken müssen. Das war eine größere Gruppe auf jeden Fall. Hier ist eigentlich nur interessant. Eigentlich nichts, alles Stufe 1 Material. Naja, die Medizinkisten sind tatsächlich am interessantesten. Das heißt, tatsächlich den hier würde ich rausschmeißen. Seife haben wir 13 im Besitz, wobei wir, glaube ich, echt gut tauschen können. Ferngläser haben wir 6 im Besitz. Was wiegt so ein Ding? Gewicht von 3. Das kann weg. Muttern brauchen wir immer wieder. Rohre leider auch nach wie vor. Glasscherben haben wir 47 im Besitz. Einmal Medizinköfferchen. Medizinkoffer kannst du immer gebrauchen, weil ich die auf die Expeditionsgruppen mitgebe. Das lohnt sich. Ein Zweierverband macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und sagen... Ich glaube, wir lassen das so und sagen bestätigen. Ist auch schon auf dem Rückweg, oder? Ja, und ist auf dem Rückweg. So, junge Dame. Händler bitten. Kapazität voll. So. Alter, was ist denn hier los? Und? Fehlgeschlagen. Jetzt wird's spaßig. Die haben ein Messer. Okay, wir haben eine Schrotflinte. Fähigkeit einsetzen. Gezielter Schuss. Boah, die haben 150 Leben. Ernsthaft?
Okay, wir werden jetzt erstmal alle bluten lassen. Kann ich den einen überhaupt treffen? Wie ich kann einsetzen, gezielter Schuss. Okay. Runde beenden. Ja, natürlich. 65 kritisch. Willst du mich verarschen? Wenn der Massan ins Gesicht wirft, macht das 21 Schaden. Ernsthaft? Notfall-Druckverband. Mach ruhig. Fähigkeit fehlgeschlagen. Guten 9. Kritisch 32. Komme ich auch irgendwann mal noch dran? Anscheinend nicht. Ah, jetzt komme ich dran. Verbandskasten. Angreifen. Nahkampf. 44. Fähigkeit einsetzen. Gezielter Schuss. Tot. Fähigkeit einsetzen. Gezielter Schuss. Angriff. Können wir uns alles nicht leisten. Ich könnte höchstens nochmal gegenheilen, wobei das passt nicht. Und sagen, Runde beenden. Blutet. Notfalldruckverband. Blutet. Positionswechsel. Verfehlt. Hahaha. Okay, er ist immer. Ne, ich bin dran. Fähigkeit einsetzen. Fingerfertigkeitsangriff. Angriff. Nahkampf. Fingerfertigkeitsangriff. Führt einen Angriff aus der 50 und Basisangriff aus und gleichzeitig einen Gegenstand vor Gegner stiehlt. Sehstörung. Wirft ihn ins Auge und greift anschließend mit einem Schlag zum Kopf an. Sehstörung. 7 Schaden. Was? Das ist ja null gelohnt. Das hat sich echt null gelohnt. Fähigkeit einsetzen. Gezielter Schuss. Ich werde gleich nachladen müssen allerdings. Jetzt muss ich nachladen. Wie lade ich denn nach? Fähigkeit einsetzen. Selbst Gegenstand. Nachladen. Wobei die recht low sind. 39. Fähigkeit Angriff. Nahkampf. 17. Minuten 10. Positionswechsel. Kritisch, natürlich. Ja, noch 12. Druckverband, wenn das jetzt nicht klappt, geht vielleicht einer hops. Minuten 10. Ja, man sieht schon, gegen 3 mit Messern ist schon schwer. Der hat 47, der hat 35. Angriff. Nahkampf. Gegenangriff kritisch. Natürlich. Und kritisch getroffen. Läuft. Verbandskiste. So, vom Bluten geheilt. Du musst nach wie vor nachladen. Beenden. Vorbereiten zur Flucht. Was macht er? Vorbereiten zur Flucht. Weil ich nachgeladen habe, oder was? Arsch. Wer kommt dran? Sie kommt dran. Angriff. Nahkampf. Ciao. Und er hat 25. Angriff. Nahkampf. 21 hat noch 4. Und dann sagen wir... Angriff geht nicht, oder? Schießen Einzelpatrone. Würde tatsächlich gehen. Nee, machen wir nicht. Rund beenden, der müsste tot umfallen. Ja. Ja, deswegen haben wir Verbandskisten dabei. Gut. Haben die wenigsten Loot, das sich lohnt? Das lohnt sich schon mal. Oh ja, Leder nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das wiegt einfach alles nichts. Deswegen nehmen wir das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit können wir Munition herstellen. Das nehmen wir mit.
die Feder nehmen wir mit. Die, wow, Dreierwolle, sehr hübsch. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Scharnier. Das nehmen wir noch mit. Was sind das für Messer? Anders wäre 20, Schaden 20 bis 45. Da haben wir irgendwie kritisch 60 Schaden vorhin reingedrückt. Wer dann, ganz ehrlich, wer dann das geschafft? Das sollen wir aber mal bitte ein, das sollen wir mal bitte irgendwie einer erzählen, wie er das gemacht hat. Das nehmen wir noch mit. Ventile haben wir eigentlich genug. Ich würde tatsächlich noch mal Messer mitnehmen. Einfach weil die auch einen Handelswert haben. Einen relativ hohen. Zink haben wir ganz viel. Farbe kann ich noch nichts mit anfangen. Das nehmen wir noch mit und das nehmen wir noch mit und sagen bestätigen. Ja, die waren tatsächlich recht gut, muss man sagen. Aber wir waren besser. Nicht viel, aber es hat gereicht, Gott sei Dank. Oh je, 41 Minuten schon für die Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Gerne mal ein Gefällt mir zwischendrin für die Folge dalassen. Wenn euch das Let's Play gefällt, vor allem wenn ihr das Let's Play bis hierhin bereits geguckt habt, gefällt euch das Let's Play, dann definitiv ein Gefällt mir mal dalassen. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, macht es gut.